Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Nachwort zu Ultima Underworld des Stygian Abyss, das wir ja jetzt in epischer Breite und Länge durchgespielt haben. Und ich will jetzt mal ein bisschen meine Gedanken zu dem Spiel hier kundtun. Und damit beginnen, dass es eines meiner Lieblingsrollenspiele ist eigentlich schon zu viel gesagt, weil dafür gibt es andere, die mir also wo man zum Beispiel auch eine Party hat, wo man eine taktische Kämpfe hat und so, die mir mehr liegen, aber es gehört zu den Spielen, die mich am meisten beeindruckt haben und die mir ja am wichtigsten erscheinen. Oder, also da gehört es definitiv dazu. Es ist bahnbrechend. Kann man, denke ich, so sagen. Die Engine, über die wir uns wahrscheinlich zu einem, also die ein zentraler Punkt dieses Nachwort sein wird, kann man in jedem Fall sagen, dass es sowas vorher in dieser Weise in Computerspielen nicht gegeben hat. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Und es hat eine ganze Menge Groundwork, also die Basis gelegt für eine ganze Menge zukünftige Spiele und Genres und überhaupt. Also diese ganze Genre der Immersive Sim, ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, aber es fing so damit an. Und überhaupt das Konzept, dass Dungeons nicht immer rechteckig sein müssen und rechtwinklig und diesen ganzen Kram, das war schon wirklich eine beeindruckende Leistung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Grafik und vielmehr also die Rechnerfähigkeiten zu der Zeit und einfach der technische Entwicklungsstand, sagen wir es mal so, das aber auch nur gerade knapp ermöglicht haben. Also es ist eigentlich, eigentlich wäre es gut gewesen, wenn das Spiel ein paar Jahre später erschienen wäre. Aber wohl, dann müsste schon, damit die Grafik richtig gut gewesen wäre, eine ganze Menge Jahre später. Eigentlich ist es zu einem ganz guten Zeitpunkt erschienen, glaube ich. Ein paar Jahre später könnte die Grafik dann nämlich so in diese ganz schlimme, furchtbare, halbrealistische Richtung gehen, die so Mitte bis Ende der 90er vorgeherrscht hat, die überhaupt nicht meinen Zuspruch bekommt. Aber, naja, zur Grafik. Also, und zur Engine. Beeindruckend, was sie leistet, dass sie also dieses eine Dungeon, es ist ja nur das eine, und es sind ja auch nur 8 Level. Also, und trotzdem haben wir da 60 Videos für gebraucht. Gut, zugegebenermaßen lag das auch ein bisschen an mir, aber trotzdem, das war schon beeindruckend, wie viel Inhalt da drin war, wie viel Level in den einzelnen Leveln war. Aber dieses eine Dungeon wird wirklich wunderbar realistisch in Anführungsstrichelchen dargestellt. Wir haben verschiedene Höhenebenen, wir haben verschieden geformte Räume, weil das ist ja zum Teil gebaut und da ist es dann auch ein bisschen rechtwinkliger, aber zum Teil sind es natürliche Höhlen, die sind natürlich unregelmäßig, dann haben wir irgendwelche Schluchten, irgendwelche Schluchten, irgendwelche Verwerfungen und so weiter und so weiter. Irgendwelche Wege, die sich das Wasser gegraben hat, irgendwelche Wege, die sich die Lava gegraben hat und so weiter und so weiter. Und das ist alles nicht regelmäßig und das ist alles ziemlich cool. Das sieht alles ziemlich beeindruckend aus, wenn man da durchgeht. Und wenn man es schafft, diese vorsintflutliche Grafik, so muss man es ja nennen, diese 5 Polygone, die zur Verfügung... wir haben es ja gesehen. Also diese doch recht einfache, aus heutiger Sicht, Grafik. Wenn man darüber hinwegsehen kann, dann ist das eine unglaublich immersive Angelegenheit. Da ist man da unglaublich leicht hineinzuziehen in diese Welt. Also mir ist das so gegangen. Und mir ist das schon seinerzeit so gegangen, als ich das auf einem Rechner gespielt habe, der so ungefähr 2 bis 3 Frames per Second produzieren konnte, wenn es hochkam. Also, dafür... Man muss sich ein bisschen in die Zeit
Zeit zurückbegeben, dass das möglich ist, diese, also wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, und wenn ich jetzt mal aus heutiger Sicht betrachte, da ist da natürlich nichts immersiv, weil das alles ganz furchtbar aussieht. Das ist ja, das hat ja mit einer realistischen Darstellung der Welt ja nun mal gar nichts zu tun. Diese großen Flächen, diese abgehackten Texturen, diese, und es ist ja alles ganz furchtbar. Ja. Allerdings kommt man ja 1992, aus dem Jahr ist das Spiel, da kommt man aus einer Zeit, wo der Spieler viel mehr abstrahieren musste, um überhaupt irgendeine Form von Spaß an einem Spiel entwickeln zu können. Da, ich meine, man denke an die ersten Wizardries. Ne, das waren weiße Linien auf einem komplett schwarzen Hintergrund. Und das war dann halt das Dungeon. Also das war eine Wand, vor der man stand. Der, ne, alles andere war schwarz und die Kanten der Wände waren halt weiß. Also man, worauf ich hinaus will, man war es als Spieler in dieser Zeit einfach gewohnt, eine gewisse Menge an Fantasie und Abstraktion aufzubringen, um trotzdem in ein Spiel sich hineinversetzen zu können. Und deswegen war die Grafik aus dieser Sicht oder von diesem Standpunkt aus betrachtet, völlig ausreichend. Sie war deutlich abwechslungsreicher als die Strichgrafik von Wizardry. Und selbst die ging ja vom... Naja, die ging eigentlich nicht. Aber wollen wir darauf nicht hinaus. Sie reichte aus. Also sie hat genug Basis geschaffen, zumindest ging mir das so, um eine Abstraktion durchlaufen zu lassen, sodass ich mir halt wirklich vorstellen konnte, diese graubraune Fläche, das soll eine Bodentextur Erde oder Dirt oder, ne, sein und so weiter. Und das da, dieses Blaue, was so komisch, das ist Wasser. Und das da Grau mit ein bisschen Schwarz drin, das sind Steine. Dafür waren die Texturen gut genug. Also ne, sie sind nach, aus heutiger Sicht, alles, es ist alles ganz furchtbar und alles ganz minimal und ich weiß. Und allerdings, wenn man es gewöhnt ist, und wir Nostalgiker sind das ja häufig, weil wir aus dieser Zeit kommen und diese Abstraktionsdinger immer machen mussten, das ist ja nicht so, dass man das gerne gemacht hat, das ist einfach so, weil man das machen musste oder einfach automatisch gemacht hat, weil die Spiele anders nicht zu konsumieren waren. Dann war, fand ich, dieses Niveau an Grafik völlig ausreichend, um eine Basis zu schaffen, in die man sich dann hineinbegeben konnte. Und worein man sich dann begeben konnte, war halt wirklich dieses eine Dungeon, was sich wirklich wie ein bewohntes Dungeon angefühlt hat. Es gab die verschiedenen Bereiche, wo die verschiedenen Gruppierungen sich aufgehalten haben. Jeder hatte irgendwie eine Wasserquelle. Manche hatten sogar eine Abwassersituation. Es gab Möglichkeiten, wo sie an Nahrung gekommen sind. Es gab Möglichkeiten, wo sie an Wasser gekommen sind. Es gab Orte, wo sie schlafen konnten, geschützt und so weiter und so weiter. Und das ohne dass das wirklich explizit expresses Verbes einem aufs Auge gedrückt wurde. Es wurde einfach, diese Geschichte hat das Dungeon selber erzählt. Das hat das Level-Design selber erzählt. Dieses schöne Wort ist Environmental Storytelling. Da ist Ultima Underworld ganz groß drin. Man hat zum Beispiel dann einfach diese kleine blaue Fläche in einer Ecke in einem Zimmer gesehen und wusste, okay, das wird wahrscheinlich der Abort sein. Das ist eine Art von Wasserklosett oder vielleicht oder das Bad. Was es dann im Endeffekt genau ist, ist ja auch gar nicht so wichtig. Das kann man sich dann ja selber ausmalen. Aber die Tatsache, dass man dazu angeregt wird, diese Gedanken zu haben, ne, diese geistige Arbeit zu leisten, das ist wirklich schön. Und man merkt das vielleicht in dem Moment gar nicht, aber dadurch wirkt diese ganze Welt viel authentischer. Selbst wenn das nur im Hintergrund bei einem abläuft, dass man sich vorstellt, okay, da ist das Bad, da ist das Bett, da, ne? Die Tatsache, dass es das tut, führt halt dazu, dass man wirklich glaubt, ja, hier leben Leute. Und das ist wirklich etwas, was dieses Spiel ziemlich gut hinbekommt. Mit dem, wie ich finde, großartigen Level-Design, dass immer etwas, es auch diese ganze Offenheit,
die dadurch entstanden ist. Es war, ich meine, man kann es schlecht ein Open-World-Spiel nennen, wenn man in einem Dungeon gefangen ist, aber man konnte eigentlich überall alles erforschen. Man hatte zwar ein, zwei Choke-Points, wo man erstmal nicht durch konnte, aber vom Prinzip konnte man erstmal an viele Orte hin. Ich hat ja häufig auch dazu geführt, dass ich viele Sachen in der vermeintlich falschen Reihenfolge gemacht habe, aber ne, so ist es halt. Aber man hatte wirklich das Gefühl, man entdeckt da etwas. Man entdeckt dieses Dungeon. Und dieses Entdecken ist etwas, was mir in Computerspielen sehr viel Spaß macht und in Ultima Underworld besonders, weil das, was man da entdeckt, halt so cool ist. Das fällt mir nicht ein. Also weil es halt so authentisch ist. Man fühlt sich, als wäre man da, sozusagen. Obwohl das von der... Und das ist eine Leistung, die das Level-Design schafft. Das schafft nicht die Grafik. Das schafft nicht der Sound. Das schafft das Level-Design. Und auch die Engine, die das möglich macht. Zum Sound möchte ich ganz kurz sagen, die Musik ist atmosphärisch und in Ordnung, finde ich. Hat mich nicht gestört. Sie ist manchmal ein paar Stücke, finde ich, sind zu laut. Aber das ist ein Problem, was ich mit vielen Musikstücken in Computerspielen habe, dass ich nicht weiß, warum die es nicht schaffen, dass sie eine halbwegs kohärente Lautstärke da in ihren Kreationen da reinkriegen. Aber die Musik ist atmosphärisch, passt zum Spiel. Was mir nur so halb gefallen hat, sind die Soundeffekte. Es ist gut, dass sie da sind und dass es auch Environmental Soundeffekte sind, also dass sie wirklich zeigen, was in der oder einen hören lassen, was in der Umgebung vorfällt oder vorgeht, also auch wieder ne, dieses Realismus-Ding. Sie sind allerdings ein bisschen zu prägnant und pointiert. Also sie könnten ein bisschen mehr, also das Gestapfe der Schritte und die Geräusche, die fliegende Kreaturen machen. Und das waren drei, ich glaube, es waren nur drei verschiedene Soundeffekte und die immer wiederholt und auch sehr laut und im Vordergrund, das hätte ein bisschen, da hätte ein bisschen weniger, wäre da mehr gewesen und auf der anderen Seite ein paar mehr verschiedene. Aber das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Ein anderer Grund, warum das Spiel gut konsumierbar ist und eigentlich auch heute noch gut konsumierbar ist, ist die ziemlich gute Automap. Da bin ich mir nicht so sicher, aber vom Gefühl her würde ich sagen, die war auch bahnbrechend. Man konnte Anmerkungen machen. Man konnte schreiben, was man wollte, wo man wollte. Man konnte es wieder entfernen mit ein bisschen Schwierigkeiten. Es war... Und da das Level so unregelmäßig war, war diese Automap auch wirklich... Also noch viel hilfreicher als in einem rechtwinkligen Dungeon Crawler. Weil das da mitzuzeichnen von Hand, das wäre noch ein Spaß geworden. Also sie war eigentlich, das hat so ein bisschen eingeläutet, die Zeit, wo man auf eine Automap nicht mehr verzichten konnte. Und eigentlich auch, und ich meine, ich stehe heute ja auf dem Standpunkt, ich will da auch nicht mehr drauf verzichten. Ich erinnere mich noch gut an den Spaß, den das Kartenzeichnen gemacht hat. Aber ich erinnere mich halt auch an die Zeit, die das gekostet hat. Und das ist, und ich erinnere mich halt natürlich auch daran, dass es während eines Let's Plays nicht geht. Bei einem Spiel, das man nicht kennt, da eben mal kurz die Karten nebenher zu zeichnen, weil das viel zu viel Downtime produziert. Aber ich bin inzwischen, und das gebe ich auch offen zu, ein Couch-Potato geworden, was das angeht, der sagt, ich will, dass das Spiel für mich zeichnet. Und die Automap von Ultima Underworld ist wirklich toll. Also gibt's nichts. Klar ist die Schriftart grauenhaft und man müsste noch andere Markierungen eingeben könnten, man müsste noch ein bisschen mehr Variabilität drin haben. Aber vom Prinzip ist das eigentlich, also zu dem von 1992, wohlgemerkt, ne, ist das eine sehr, sehr, sehr gute Funktion. Aber da wir bei der Engine waren, man muss natürlich sagen, dass das Spiel ein absoluter Hardware-Killer war. Oder vielmehr ein
Inflationstreiber, ne, ein Subventionsinstrument für die Computer-Hardware-Hersteller, weil also, es hat schon einen ziemlich anständigen Rechner erfordert seinerzeit, um es flüssig darzustellen. Ich habe es seinerzeit sehr unflüssig gespielt und habe deswegen Sachen, die mir jetzt auffallen, gar nicht wahrgenommen, nämlich dass dieses Flüssige immer wieder unterbrochen wird durch, so buchstäbliche Ecken und Kanten der Engine oder vielmehr der Geometrie, der Level, dass man an jeder kleinsten Ecke hängen blieb. Und dass auch das Sichtfenster halt absolut zentral war und nicht ein bisschen erhöht, dass man also den Boden nie gesehen hat, dass man eigentlich immer so ein bisschen nach unten gucken musste, was natürlich die Texturen verzerrt hat und man es deswegen nicht gemacht hat. Aber es war halt alles so ein bisschen, da merkt man, dass das noch alles am Anfang war, diese ganze Entwicklung. Das würde man heute so nicht mehr machen, aber und das fällt heute halt auf. Das ist mir damals nie aufgefallen, weil das war alles toll und super. Aber jetzt dieses, dass man an einem Pixel hängen bleibt, weil die, dass es da keine Rundungen gibt, dass da wirklich eine, wenn da eine, zwei Wände im Winkel von, weiß ich nicht, nur 5 Grad oder so aufeinander treffen, ist das trotzdem eine Kante, als würde man im 90-Grad-Winkel gegen eine Wand rennen. Und so eine Sache, das ist nicht schön gewesen. Aus heutiger Sicht. Und es hat so ein bisschen diesen Spielfluss ein bisschen gestört. Dazu kommt auch die ziemlich unintuitive Steuerung, zu der ich gleich auch noch kommen werde. Aber das sind so diese Kinderkrankheiten der Engine, da kann man gut mit leben, finde ich. Oder sollte man gut mit leben können. Es ist nicht schön, es hat genervt, aber der Rest ist es wert, sage ich mal so. Die Engine ist Hat ihr sonst noch irgendwas zu der Engine? Ja, also, obwohl das, ich weiß nicht, das ist nicht wirklich. Hat das was mit dem. Ja, es, also, die Kämpfe sind bocklangweilig. Also, entweder, man hätte sie wahrscheinlich ein bisschen interessanter machen können, wenn sie schwieriger gewesen wären, sodass man häufiger hätte wegrennen müssen und so weiter. Nur da die Levelgeometrie und daher die Wegfindung der Monster so unvorteilhaft war, konnte man sie auch nicht vernünftig irgendwo hinter irgendwelchen Ecken verstecken oder unter irgendwelchen Türen oder so. Das hat alles nicht so richtig gut funktioniert. Das wirkte alles sehr, sehr chaotisch und sehr, sehr unpräzise, das ganze Kämpfen. Und deswegen war es am einfachsten, sich einfach vor das Monster zu stellen und zu klicken, bis es tot ist. Und wenn man stärker war als das Monster, hat man es halt getötet. Und wenn das Monster stärker war, dann wurde man halt getötet oder musste man stärker werden und ist dann zurückgekommen, um es dann wegzuklicken. Aber also das Kampfsystem war ziemlich für den Eimer. Auch die Tatsache, dass man jeden Spell da einzeln auslegen musste auf diesem Shelf, das man da hatte, auf diesem kleinen Bereich und immer nur einen Zauber quasi vorbereitet haben konnte. Und eigentlich auch, also wenn man nicht extrem geübt ist, eigentlich auch während eines Kampfes nicht mal eben den Zauber ändern kann, weil dann musste man den Zauber im Kopf haben, dann musste man da überall hinklicken und währenddessen sich nicht kämpfen nicht treffen lassen. Also das Kampfsystem war nicht gut. Es war nicht nötig, weil die Kämpfe nicht so schwer waren. Es hat also einen nicht aufgehalten. Es hat allerdings dem Spiel nichts Positives hinzugefügt. Sagen wir es so. Also es hat dem Spiel nicht viel Atmosphäre gekostet. Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Aber es hat halt nichts Positives dazu beigetragen. Fand ich. Also ich fand die Kämpfe allgemein uninteressant, langweilig und eigentlich eher nervig. Man hat ja auch nicht so viel kämpfen müssen. Es war ja ein Spiel, ne, Ultima, da hat man sich eher unterhalten, man hat Sachen entdeckt, man hat Hinweise gesammelt und so weiter. Es gab keine Rätsel in dem Sinne. Nicht wirklich, ein, zwei, aber auch nur so halbe. Das war ein bisschen enttäuschend. Aber naja,
es war auch eher so, das Rätsel war eher das Dungeon selber. Also die Erkundung des Dungeons und das Finden, welche Bereiche gehören wozu, wo gibt es Verbindungen von einem Ort zum anderen und so weiter. Das war eher so ein globales Rätsel als so einzelne richtige Puzzles. Das war sicherlich der Fall. Ja, zur Steuerung. Jetzt kommen wir mal zur Bedienung. Die Steuerung mit der Maus. Ich weiß, da gibt es eine Mod, die Maus-Look einfügt. Wunderbar. Also ich rede über das Original, so wie es war. Das war keine gute Idee. Also diese Steuerung mit SYXC. Und ich meine, WASD war ja auch mit drin und QE auch und ich glaube RF auch noch. Also es war QE, ja genau, QE war nach oben und unten, ja, total. Und nach oben gucken und nach unten gucken war 1 bis 3, glaube ich. Also es war sehr seltsam. Aber die Bedienung mit der Maus, also dass man, je nachdem, wo man die Maus hatte, sich dieser Cursor verändert hat und man dann geklickt hat, um sich zu bewegen, das ist einfach ein Kind der Zeit. Man hat zu der Zeit gedacht, das sei eine gute Idee. Es hat sich herausgestellt, es war keine gute Idee. Es war in diesem Spiel eine furchtbare Idee. Es war in Ultima 7 eine furchtbare Idee. Und in Ultima 7 ist ein gutes... ist ein Sammelsurium über eine furchtbare Idee. Ein sehr gut aufbereiteten furchtbaren Ideen. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Diese Steuerung, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Oder gibt es noch Spiele, die heute noch sich so bedienen lassen? Dass der Ort der Maus auf dem Bildschirm die Bewegungsart und Richtung und so weiter und auch den Schlag beim Kämpfen beeinflusst. Weil das war wirklich. Also ein Spiel, das sich nicht mit WASD und Mauslook steuern lässt, das geht heute nicht mehr. Also da haben sich wirklich die First-Person-Shooter oder wer auch immer das eingeführt hat, durchgesetzt. Auch ein normales, in Anführungsstrichen, First-Person-Rollenspiel hat sich so zu steuern, alles andere geht nicht mehr. Und dieses ist das halt aus einer Zeit, da ging das sehr wohl noch anders. Und wie wir gesehen haben, nicht besonders gut. Aber auch das war damals weniger ein Problem. Also ich weiß noch, dass mir die Steuerung auch damals nicht besonders gefallen hat, weil ich war es einfach gewohnt, mich mit den Cursor-Tasten zu bewegen. Also mit der rechten Hand und den Cursor-Tasten. Die rechte Hand auf der Maus wegen des Spiels, was soll das denn? Ich mache doch hier keine Tabellenkalkulation, das gehört sich nicht. Also das war eine Umgewöhnung von einer ganz anderen Richtung als heute. Aber objektiv betrachtet, die Steuerung war grauenhaft. Grauenhaft. Viel zu unpräzise für die Sachen, die einem das Spiel abverlangt hat, theoretisch. Weil man musste ja sehr präzise sein, weil es ja in diesem 3D-Spiel, wo man seine Füße nicht sieht und wo man eine Kopfposition hat, so auf ungefähr 1,20 Meter Höhe und starr nach vorne guckt, sollte man Sprungeinlagen machen, die auch halbwegs präzise sein mussten. Und man ist gesprungen, als wäre man auf dem Mond. Das kommt ja noch dazu. Also auch ohne Ring of Leaping. Also der Avatar ist ja ein Federgewicht und Gravitation gibt es offensichtlich auch nicht. Also es war, oder nur ganz wenig. Das hat sich so schlimm angefühlt. Also das hat, ich meine, das hat schon damals keinen Spaß gemacht. Das weiß ich noch. Aber wie viel weniger Spaß es heute gemacht hat, ist, oh Gott, das war, ich meine, ja, die Entwickler haben dann den Ring of, was war das, Levitate eingeführt, dass dann auch wirklich jeder Charakter fliegen kann, damit man diesen Scheiß nicht mehr machen muss, aber erstens findet man den erst relativ spät und zweitens, ne, wenn ihr der Meinung seid, eure Spielmechanik mit dem Jumping ist so bescheuert, dass man dafür ein Item braucht, um es zu umgehen, dann macht auch diese Spielmechanik gar nicht erst rein. Macht Auto-Jumps oder so. Aber auch das gab es nicht. Ne? Also, und in so einer Open World, wo man überall hin kann, ist das mit dem Auto-Jumping auch schwierig, weil woher soll das Spiel wissen, wo der Spieler gerade hinjumpt? Also, ich sag mal, es kann man machen, aber es ist nicht so ganz so simpel, wie ich mir das vielleicht manchmal vorstelle. Aber ja, so war es halt.
das war eine 3D-Welt und da gibt es halt, ne, einen Abgrund, wo man drüber springen muss und dann muss man das halt machen. Auch wenn man in diesem realistischen Spiel, in Anführungsstrichen, das so natürlich nie machen würde. Man würde nie irgendwo lang springen, wenn man den Boden nicht sieht, den, von dem man abspringt. Das geht das nicht. Also man muss seine Füße schon sehen können. Und so. Also schlimm. Aber da habe ich ja im Let's Play oft genug drüber beschwert. Die Jumping-Einlagen waren wirklich zum Davonlaufen. Es gab ja nicht so viele. Und man konnte ja, ne, und man musste dann auch immer sehen, muss man nur mit dem Ring of Leaping springen oder ohne, weil man dann eventuell zwar weiter gesprungen ist, aber nicht so hoch, aber also flacher. Aber wenn man zu weit gesprungen ist, ist man von der Wand abgeprallt wie ein Gummiball und zurück in den Abgrund geflogen. Also es war, hatte sowas von Flippern. Also es fühlte sich, also alles, was mit diesem ganzen Jumping zu tun hat, das, die Kollision mit Wänden oder mit Objekten, das Gefühl, die Sprungweite, die Sprunghöhe, die Bedienung, um einen Sprung durchzuführen, nichts davon fühlte sich gut an. Es gab mit Shift J die Funktion, spring so, ungefähr so, wie das Spiel das sich vorstellt. Ich weiß nicht, hieß das sogar Safe Jump oder so? Das hatte so einen lustigen Namen. Weiß ich gar nicht mehr. Die Reference Card gerade nicht vorliegen. Also das war, das ging, das hat das Problem so ein bisschen behoben. Also sich an die Kante stellen und Shift J drücken, dann ging's. Aber also, das war nicht, keine gute Idee und da, das wurde durch die Bedienung nicht besser. Aber auch das ist der Tatsache geschuldet, das mussten die Entwickler halt noch lernen. Das würde man heute so nicht mehr machen. Und sie haben es halt gemacht. Auf irgendeine Weise mussten sie es machen. Sie haben es so gemacht. Es hat sich herausgestellt, es war keine gute Idee. Also macht man es in Zukunft anders. Konnten zukünftige Generationen davon lernen. Von diesem grauenhaften... So, kommen wir zu einem anderen Punkt. Über die Story will ich nicht allzu viel erzählen. Da habe ich mich ja schon lange genug drüber lustig gemacht, dass das eigentlich irgendwie so in den Kanon nicht reinpasst. Und das ist auch... Das Spiel hätte eigentlich keine Story gebraucht. Also, dass wir da diese Prinzessin retten, das hätte eigentlich nicht sein müssen. Weil wir haben es im Endeffekt, also ich habe es im Endeffekt auch zwischendurch völlig vergessen. Die Welt an sich, das Dungeon an sich, war Story genug. Und dass da noch ein Dämon beschworen wurde und so, das ist ja alles ganz gut und schön. Das konnte ja alles drin sein. Aber dass man da eigentlich unter, in Anführungsstrichen, unter Zeitdruck durch musste, um die Prinzessin zu retten, das war der ganzen Spielidee gegenläufig. Weil die Spielidee ja eigentlich war, dass man diese authentische, realistische Dungeon-Welt erkunden sollte und wollte. Was man ja eigentlich, wofür man ja eigentlich keine Zeit hatte, ne? Wenn man es realistisch betrachtet. Also deswegen diese ganze Prinzessin retten, das einfach weglassen, wäre besser gewesen. Eine andere Sache, die furchtbar war und wo die Entschuldigung auch ist, ja, das war halt damals, man wusste es nicht besser, aber trotzdem, also das Dialogsystem war ganz schlimm. Auch hier gilt, man kommt von in der Zeit, also es war schon nicht schlecht für die damaligen Verhältnisse, aber aus heutiger Sicht, dass man, wenn man bestimmte Dialogoptionen wählt, dass man dann andere Sachen nicht mehr sagen kann. Also wenn man zum Beispiel zwei Informationen von einer oder zwei Dialogstränge mit einer Person hat, muss man, und man sich für einen entscheidet, dann kann man danach, wenn man das Gespräch dann nochmal aufnimmt, nicht den anderen Dialogstrang abgehen, sondern, nö, wir haben doch schon miteinander geredet, ich habe dir nichts mehr zu sagen, aber ich wollte, du hast doch eben, ne? Oh. Also das war wirklich blöd, dass man also quasi wissen musste, also eigentlich man musste speichern, vor dem, und dann musste man ausprobieren, was man sagen wollte, wie die Antworten waren und was man dann wieder gesagt hat, um wirklich an die Informationen zu kommen, die man eigentlich haben wollte und die man brauchte. Weil es konnte durch, ich bin mir nicht sicher, ob es möglich war, nee, ich glaube, die Dialogoptionen wurden dann da immer so hingebogen, dass man die relevanten Informationen bekommen hat, egal was man gefragt hat. Was mitunter auch sich ein bisschen komisch anfühlte. Aber das war schon so. Nur das Problem ist, dass es so, ich sag mal,
unwichtigere Fluff-Informationen, die die Welt ein bisschen interessanter gemacht hätten, die waren quasi häufig die Alternative zu einer Story-Information, die man haben musste. Oder eine Progress-Information, die man braucht, um weiterzukommen. Und wenn man sich gegen diese Fluff-Information entschieden hatte, weil man ja weiß, na Gott, wenn ich hier das Falsche frage, dann komme ich vielleicht nicht dahin. Und dann die Story quasi weiterging, man die wichtige Information bekommen hat, dann konnte man diese interessante Nebeninformation nicht mehr bekommen. Weil halt einfach das Gespräch zu Ende war und der Charakter einfach nicht mehr mit einem geredet hat. Weil ich bin ja fertig mit dir. Und das ist wirklich schlecht. Und dass man auch innerhalb eines Gesprächs nicht auf einen vorigen Punkt wieder zurück konnte, sondern dass es eine absolut lineare Abfolge von Gesprächsoptionen war, die sich teilweise ausgeschlossen haben, aber wenn man einmal sich für eine Richtung entschieden hatte, konnte man nicht zurück. Man konnte also, so funktionieren Gespräche halt nicht. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte dann und ihn irgendwas frage, aber während ich ihn das frage, mir einfällt, ich wollte ihn ja eigentlich noch was anderes fragen, kann ich ihn danach, ja, ne, fragen, ach übrigens, was ich vorhin noch fragen wollte. Ne, das geht in diesem Spiel nicht. Und das ist heute, oder das ist schon, ich meine, wenn man an Baldur's Gate und Planescape Torment, die Infinity Engine Spiele denkt, es braucht noch ein paar Jahre, bis das richtig gut wird. Aber da ist es dann halt auch wirklich gut. Und hier ist es das nicht. Hier ist es furchtbar. Hier ist es wirklich speichern. Und zwar nicht, wie man, ich weiß, bei Planescape Torment sollte man auch immer vor den Gesprächen speichern, um alle Informationen zu bekommen. Ja, ja. Nur hier musste man wirklich speichern, damit man nicht das Gefühl hatte, dass man irgendetwas komplett versäumt hat, weil man ich meine, ein anderer Punkt, weswegen auch schon deswegen sollte man vor einem Gespräch speichern, weil wenn man diese Informationen, diese wichtige Informationen dann bekommen hatte, der man vielleicht nicht ausweichen konnte, das will ich glauben, dass die Entwickler das so gemacht haben, dass man diese Informationen immer bekommen hat, man hat die aber nur einmal bekommen. Und wenn man sich die dann nicht sofort aufgeschrieben hat, konnte man die Person nicht immer, aber in manchen Fällen später nicht nochmal danach fragen. Bei einigen ging das, ja, bei einigen Personen nicht. Ich meine, das ist wieder auch etwas, das geht heute nicht mehr. Das würde kein Mensch mehr durchgehen lassen. Das war, ne, üblich. Ne, das schreibt man sich halt auf. Dafür, ich meine, auch heute wird ja auch alles protokolliert von den Computerspielen selber. Das musste man seinerzeit halt noch alles selber machen und noch. Und das Spiel wirkt manchmal so, als müsste man das nicht, aber doch, man muss es. Deswegen habe ich auch 13 Seiten vollgeschrieben. Weil man einfach sich so eine Sachen aufschreiben muss, weil die kommen nicht wieder. Und es ist auch nicht so, dass es dann irgendwie, nachdem man die Informationen erhalten hat, es irgendwo einen Questmarker gibt, wo man dann hin muss. Nein, nein, also das Spiel hält einem überhaupt nicht die Hand. Also das ist wieder gut. Das ist wieder schade, dass das heute so nicht mehr möglich wäre, dass der Spieler so völlig auf sich allein gestellt bleibt. Das geht heute nicht mehr. Das unvorstellbar. Aber es ist ja so. Wir bekommen gesagt, ja, du musst das und das da und da machen. Wo genau, weiß ich nicht. Sieht ungefähr so aus. Grobe Beschreibung, Punkt, Punkt, Punkt. So. Ich hoffe, du hast dir das gemerkt, Kollege, weil das, ich sagte, das, und das ist halt das Problem, der Typ, der einem diese Information gegeben hatte, der müsste einem diese gleiche Information dann nochmal geben. Und einige haben das halt nicht gemacht, das war blöd. Aber vom Prinzip, man hat diese Information dann sich selber aufgeschrieben, ja, und dann musste man selber suchen. Dann musste man gucken, okay, was entspricht denn ungefähr dieser Beschreibung? Könnte das hier sein? Oder, ne, also da gab es keinen, hier musst du hin, hier ist ein Ausrufezeichen, hier ist ein Pfeil und so. Das ist wirklich etwas, was ich unglaublich angenehm finde, weil es auch wieder zu diesem Realismus beiträgt und zu dieser Immersion. Weil Ausrufezeichen über den Köpfen von Leuten oder Pfeile, die vor der Luft in der Luft vor einem erscheinen. Und ich meine jetzt nicht den Pfeil des Mauszeigers, um unsere Bewegungsrichtung, um unsere Bewegung durchzuführen, sondern diese Questpfeile. Nee. Nee. Das gibt's nicht. Ich meine, vielleicht. Das finde ich einfach nicht gut. Das macht mir. Ich weiß, das ist convenient und das ist häufig bei der Fülle an Nebenmissionen
erfüllt es in vielen modernen Spielen auch durchaus einen Zweck. Das will ich ja nicht in Abrede stellen. Aber in so einem Spiel, wo die Quest eigentlich relativ überschaubar ist und die Anzahl der verschiedenen Sachen, die man machen kann, einfach weil die Welt, in der man ist, sehr überschaubar ist. Es ist ja nur dieser eine Dungeon. Da hätte mich das doch, glaube ich, sehr gestört. Und das hat man damals einfach nicht so gemacht. Das musste der Spieler schon noch selber machen. Und das war schön, hat allerdings in Verbindung mit diesem Dialogsystem halt mitunter zu Problemen geführt, wenn man das Spiel angeht, wie man heute ein Spiel angehen würde. Das war damals kein Problem, weil man gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass man diese Informationen, die man da auf dem Bildschirm sieht, dass man die später nochmal bekommt. Nein, die bekommt man nur nicht einmal, die muss man jetzt aufschreiben. Und bitte nicht aus Versehen schon auf die Taste drücken, dass die Information weg ist, dann müssen wir halt neu laden. Das war üblich, das war zeitgemäß. Wenn man allerdings, ne, wie ich da rangeht und das, naja, das wird er uns ja nochmal sagen, nee, wird er manchmal nicht. Also es hat für moderne Spieler sicherlich die ein oder andere Hürde. Man muss sich ein oder zwei Sachen bewusst sein. Wenn man es heute spielt, und jetzt komme ich deswegen auch zum Abschluss des Ganzen, ist es heute noch empfehlenswert? Ich würde sagen, ja. Man muss sich allerdings, wie gesagt, man muss in der Lage sein, diese Abstraktion durchzuführen, also sich von dieser furchtbaren Grafik zu lösen und darüber hinaus dahinter zu sehen, sozusagen auf die Meta-Ebene, und sich das schön machen im Kopf, dann geht es. Man muss, wie gesagt, damit klarkommen, dass man Zettel und Stift dabei haben muss, um sich jeden Scheiß aufzuschreiben, und da man nicht weiß, was wichtig sein kann, wird man, ich meine, bestimmt 80% dessen, was ich aufgeschrieben habe, war völlig überflüssig, dass ich das aufgeschrieben habe, sicherlich. Aber das weiß man halt nicht. Also damit muss man klarkommen, und ja, man muss halt diese Ecken und Kanten der Engine und der Bedienung und so weiter ertragen können. Deswegen, es wird, glaube ich, für einen Spieler, der da heute rangeht und keine Nostalgie für diese Zeit hat und nicht besonders, nicht explizit retroaffin ist, für den wird es schwer, glaube ich, das gut zu finden. Ich will es nicht ausschließen, aber dem würde ich das nur mit Vorbehalt empfehlen. Für jemanden, der sich für diese Zeit interessiert, der vielleicht sogar sich an diese Zeit erinnert, aus dieser Zeit kommt, oder es einfach mit historischem Interesse spielt und in der Lage ist, zu quasi diese genannten Dinge auszublenden beziehungsweise zu akzeptieren und sich selbst einen quasi Workaround für sich selbst da zu entwickeln, dem kann ich es empfehlen. Also es ist wie bei vielen Spielen, vielen alten Retro-Spielen, ein zweischneidiges Schwert, also jemand, der sich für Retro-Spiele interessiert, der wird Ultima Underworld auch kennen, weil ich meine, das ist das Dungeon-Crawling-Ding. Also, ne? Das kennt man, und wahrscheinlich. Also ich würde sagen, aus historischem Interesse ja. Ansonsten muss man schon ein gewisses, also sollte man einen gewissen Hang zu diesem, zu der Vergangenheit haben und zu, ich sag mal, etwas altbackenem Game Design, um damit klar zu kommen. Und ich kann es also nicht uneingeschränkt empfehlen, weil dafür ist es doch ein bisschen zu ungeschliffen an manchen Stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für einen komplett unbedarften Spieler, der die Informationsdichte und die Convenience, Quality of Life Geschichten von heutigen Rollenspielen gewohnt ist, der wird gar nicht wissen, wo er. Also, ich glaube, der wird sich schnell verlaufen. Es könnte natürlich auf diese Weise ein ganz interessantes Abenteuer sein, weil eigentlich ist das ja auch Teil des Spiels, dass man nicht so richtig weiß, was los ist. Ich weiß halt nur nicht, inwieweit das heutige Spieler interessant finden. Aber wenn man so einer ist, dann wäre das auch in diesem Fall empfehlenswert. Also, es ist ein großartiges Spiel. Eines der wirklichen All-Time-Classics.
es ist halt nur wirklich schon alt. Und auch das ist das Problem mit vielen bahnbrechenden Sachen, die zum ersten Mal so richtig gemacht wurden. Die sind häufig nicht richtig gut zu Ende gedacht, will ich nicht sagen. Die sind nicht gut poliert. Ne? Polished, wie man im Englischen so schön sagt. Die sind halt alle noch, das ist halt alles noch ein bisschen holprig und es ist halt noch nicht glatt geschliffen. Und das merkt man diesem Spiel an. Man merkt, dass das wurde besser. In späteren Spielen. Nicht unbedingt in dem direkten Nachfolger, aber auch da ist schon einiges besser. Da ist nur, egal, das ist wieder ein anderes Thema. Der Nachfolger ist zu ähnlich. Also das Bahnbrechende hat dieses Spiel gemacht. Ne? Und alles, was danach kam, hat dann darauf aufbauen können. Aber man merkt halt, dass dieses Spiel das erste war. Darauf will ich hinaus. Und nichtsdestotrotz bleibt es ein großartiges Spiel, das sehr viel Spaß gemacht hat zu spielen. Und vielleicht hat es euch Spaß, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir dabei zuzugucken. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das wie ich immer so schön sage. Also, was ich manchmal bei Let's Plays von Spielen ganz interessant finde, ist, gerade wenn es Spiele sind, die so eine bestimmte Art von Qual enthalten, wie in diesem Fall die Bedienung, da bin ich ganz froh, wenn das der Let's Player machen muss und ich mir das Ergebnis angucken kann, als wenn ich selber mache. Weil, also, ne, ihr habt es im Let's Player das ein oder andere Mal durchscheinen hören und auch jetzt in dieser Kritik, die Bedienung war wirklich nicht so meins. Da gab es doch einige Schwachstellen. Aber ich will auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass das irgendwie dem Spiel in signifikanter Weise irgendwie Schlechtes tut. Also das ändert nichts an meiner Einschätzung, dass es ein großartiges Spiel ist, das man kennen sollte. Nicht um viel. Also wahrscheinlich ja auch kennt, dass man durchaus auch spielen sollte, wenn man auf dieser Art von Spiele steht und ja, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, ich denke, jetzt habe ich mal wieder die Dreiviertelstunde fast vollgequasselt, wie sich das gehört. Es sollte ja nur kurz werden, wie üblich. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und für die Geduld und so weiter. Und ja, dann sehen wir uns in Zeitkürze bei einem neuen Let's Play. Ich werde da in Kürze ein Ankündigungsvideo machen. Und ja, für dieses Let's Play soll es das gewesen sein. Das war Ultima Underworld. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bleibt mir gewogen. Bis dahin. Tschüss.